Kurz nach 13 Uhr. Gleich beginnt Franzins Schicht im Hotel. Die 19-Jährige lebt in einer Mitarbeiterwohnung, ganz nah an der Arbeit. Der Standort ist natürlich perfekt. Also ich brauche nur 10 Minuten dann zu Fuß. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Seit 3 Jahren macht sie ihre Ausbildung in der Sonnenalp in Ofterschwang. Ohne das Angebot, hier auch wohnen zu können, undenkbar. Ich komme nicht aus dem Allgäu und ich habe meine Ausbildung mit 16 Jahren begonnen. Ich hatte noch kein Auto. Und eben ohne diese Wohnung hätte ich den Ausbildungsplatz gar nicht annehmen können. Für ihre 25 Quadratmeter zahlt Franzin 300 Euro warm, möbliert samt Stellplatz. Insgesamt 170 Wohnungen bietet die Sonnenalp ihren 380 Angestellten. Zwischen 8,50 Euro und 12,50 Euro kostet der Quadratmeter deutlich weniger als der sonst übliche Mietpreis im Oberallgäu. Schon seit den 60er Jahren bietet das Fünf-Sterne-Hotel Dienstwohnungen für seine Mitarbeiter, die aus 30 Ländern kommen. Jakob Fessler, mittlerweile die 5. Generation im Familienbetrieb, möchte noch in diesem Jahr weitere Wohnungen bauen. Nicht nur eine Wohnung, sondern einen Lebensraum, wo die Mitarbeiter auch wirklich leben können. Also es kann nicht mehr reichen, dass man sich ein Etagenbad und so weiter teilt, sondern es muss ein Lebensraum sein, Lebensqualität. Gerade im ländlichen Raum, wenn man Wohnungen hat, kriegt man Mitarbeiter, hat man keine Wohnungen, kriegt man eben keine. Diese Ansicht teilt auch die IHK. In Hotellerie und Gastronomie seien Dienstwohnungen schon lange üblich. Doch auch für andere Branchen werde es immer lohnenswerter, darüber nachzudenken. Etwas, was sicherlich andere Betriebe, andere Branchen in Zukunft mehr in den Blick rücken müssen, ist in der Hotellerie zu großen Teilen auch schon angekommen, dass Menschen aus dem Ausland angeworben werden, die hier arbeiten, und die kriegen dann tatsächlich das Gesamtpaket. Heißt Arbeit plus Wohnraum. Ein Unternehmen, das ganz neu diesen Schritt gehen will, ist das Bauunternehmen Kutter aus Memmingen. Bislang gibt es noch keine eigenen Dienstwohnungen. Nun sollen hier insgesamt 60 Apartments entstehen. Unter anderem als Angebot für Fachkräfte aus dem Ausland. Rund 3 bis 5 Millionen Euro wird das kosten. Laut Unternehmen eine wichtige Investition in die Zukunft. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren sehr viele langgediente, altgediente Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen werden. Und allein um diese Stellen nachzubesetzen, müssen wir umfangreich Personal einstellen. Und da glauben wir, dass wir mit der zur Verfügungstellung von Wohnraum hier uns als Arbeitgeber sehr viel attraktiver präsentieren können. Auch die Gewerkschaften wünschen sich ein größeres Angebot an Dienstwohnungen, trotz der höheren Abhängigkeit, wenn der Arbeitgeber zusätzlich zum Vermieter wird. Es ist natürlich schwieriger für die Beschäftigten, dann sich eine andere Arbeit zu suchen oder wenn sie unzufrieden sind, den Arbeitgeber zu wechseln. Der Nachteil, nirgends zu wohnen, ist natürlich auch eine Problematik. Denn Wohnen werde langsam zum Luxus. Wir haben hier in Kempten, in der Region Allgäu, bayernweit die höchste Mietpreissteigerung der letzten Jahre insgesamt gesehen. Die Lage ist echt eine Katastrophe und jede Mietwohnung hilft. Und da ist es auch wirklich wichtig, Erleichterung anzubieten, vielleicht auch investiver Art, steuerlich investiver Art, dass Unternehmen Anreize haben und Anreize geschaffen werden, mehr zu bauen, mehr Werkswohnungen, Dienstwohnungen auch anzubieten, um einfach auch hier vor Ort die Betriebe zu unterstützen. Franzin auf jeden Fall ist froh um ihren Ausbildungsplatz samt Wohnung. Trotz der Nähe zum Job gelingt ihr die Work-Life-Balance ganz gut. Was für mich ein großer Vorteil ist, dass gerade in diesem Haus oder in anderen Häusern auch sehr, sehr viele Freunde von mir sind. Natürlich in den 3 Jahren habe ich viele Freunde gesammelt. So eine kleine zweite Familie, muss ich auch dazu sagen. Und die kann ich natürlich jederzeit sehen. Jetzt hat sie erstmal Pause. Daheim kurz 2 Stunden abschalten, bevor es dann schnell wieder nach nebenan zur Arbeit geht.